Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es, oder generell die Woche jetzt, gibt es Rezepte von TikTok, die ich wieder neu ausprobieren werde. Und an erster Stelle habe ich schon, ich glaube letztes Jahr oder so, ein Video gesehen mit einer Kürbiscreme-Pasta. Und Vladi und ich haben halt noch nie Kürbis gegessen. Hier ist das gute Ding. Ich bin mal unfassbar gespannt. Ups, regional, Freunde. Und ja, ich würde sagen, ich bereite das jetzt zu und bin unfassbar gespannt, wie das schmecken wird. Ja, ich bin einfach nur gespannt. Wirklich einfach nur gespannt. Wir sehen uns dann, wie ich das gute Ding zubereite. So, ich habe jetzt den Kürbis und Zwiebeln sowie Knoblauch geschnitten. Er hatte zwar zwei Zwiebeln, ich habe eine große Zwiebel jetzt gemacht und nur zwei Knoblauchzehen, weil ich darf halt nicht so viel Knoblauch und Zwiebeln essen, deswegen sollte das eigentlich reichen. Jetzt ist die Frage, musste man eigentlich einen Kürbis, muss man den schälen? Ich habe jetzt nämlich die ganze Schale abgemacht. Ich glaube, er hatte sie dran, ist aber auch egal. Ich werde da jetzt noch ein bisschen Olivenöl und Rapsöl reinmachen und dann halt Pfeffer und Salz. Und dann kommt es in den Ofen. Das heißt, wir sehen uns wieder, wenn die Nudeln dann fertig sind und das hier. Und dann ist mir gerade aufgefallen, er hat auch noch eine Chili benutzt. Wir mögen beide kein scharfes Essen, deswegen gibt es keine Chili. Ja, das zum Thema Rezepte versuchen und dann im Endeffekt irgendwie doch nicht so machen, wie sie sind. Aber ich finde, es ist erlaubt, immer ein bisschen was Eigenes dazu zu machen oder ein bisschen was wegzulassen, was einem halt nicht so gefällt, weil an sich geht es ja um die Kürbiscreme. Ich habe auch keine Kokosmilch. Ich werde normale laktosefreie Milch benutzen und hoffe, dass es dann dadurch halt auch schmeckt. Aber ich hatte jetzt ehrlich gesagt keine Lust, nur für dieses Rezept dann Kokosmilch zu kaufen. Es wäre halt total unnötig gewesen, weil wir trinken ansonsten keine Kokosmilch. Vielleicht werde ich irgendwann mal das Rezept wirklich richtig machen, ohne die Chili trotzdem. Aber mit Kokosmilch, aber jetzt dachte ich mir so, ich kaufe jetzt nicht extra Kokosmilch nur dafür. Da sollte normale Milch auch ausreichen. Ich muss jetzt den Mixer vorbereiten, aber ich guck mal, ob ich vielleicht auch einfach diesen Stampfdingens da hole. Aber ich glaube, mit einem Mixer wäre es einfacher. So sieht das jetzt aus. Ich habe noch Fleisch gemacht wegen Vladi natürlich und die Nudeln sind auch schon ready. Da habe ich schon mal das Ding vorbereitet, wo drin ich das gleich mache. Dadurch, dass es aber Plastik ist, lasse ich das ein bisschen abkühlen. Also nur ein bisschen. Und ja, ich bin mal gespannt. Das riecht auf jeden Fall wirklich schon mal sehr, sehr gut. Ich habe das jetzt auf jeden Fall püriert. Ich habe, glaube ich, viel, viel weniger Milch benutzt als er. Aber ich finde die Konsistenz eigentlich schon gut. Hier bei den Nudeln habe ich extra noch ein bisschen Pastawasser drin gelassen und weil ich halt jemand bin, der keinen Bock hat, 50 Sachen zu waschen, werde ich das jetzt einfach hier reinmachen, weil ob Pfanne oder das ist ja relativ egal, ich muss es ja nur mischen. Ich habe einfach bei einem Rezept innerhalb von 30 Minuten drei verschiedene Zöpfe. So, wir machen jetzt direkt hier vor Ort den Taste-Test, weil er hat das ja noch gepfeffert und gesalzt, deswegen. Das Licht ist jetzt nicht optimal, aber ist ja egal. Mhm. Unfassbar lecker, aber hab richtig gedacht, ich muss es nochmal Salz und Pfeffern. Weil die Nudeln habe ich leider auch zu wenig gesalzen. Richtig gut. Ich bin mal gespannt, was Vladi gleich sagt. Ich finde es echt lecker, muss ich ehrlich gestehen. Ich finde es wirklich richtig, richtig lecker. Ich hoffe, es wird dir schmecken, weil ich habe eben schon gesagt, das ist so lecker. Ich will das unbedingt auf jeden Fall nochmal machen. Vor allem, guck nicht so. Ja, das sieht komisch aus. Schatz, probier erstmal nur so ohne Fleisch. Nein! Und? Schmeckt ihr nicht? Keine Ahnung, ich schmeckt noch gar nichts. Dein Ernst? Ja, ich merke keinen Unterschied. Ja, also kann ich es ja nochmal machen, wenn du keinen Unterschied schmeckst. Ja, vielleicht schmecke ich aber bei nächsten Nudel. Also ich finde es wirklich lecker.
Und ich bin mal gespannt, ich mache ja Ofengemüse mit Kürbis, ob es dir dann schmeckt, weil dann hast du ja den Kürbis nicht so als Soße. Du bist aber auch kein Soßenfan, vielleicht liegt es daran. Ich find's lecker. So, wir mampfen das jetzt. Nicole ist auch mit am Start. Sieht man. Ja. Und wir machen Pfirsicheistee selber. Ich hoffe, man sieht mich gerade. Wir machen Pfirsicheistee selber und Zitronenpasta. Man sieht dich. Ja, perfekt. Zitronenpasta habe ich noch nie gegessen, war aber, glaube ich, letztes Jahr schon voll im Trend auf TikTok. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Und ich will selber die Zitronenpasta kaufen. Nur ein bisschen deiner Hilfe, okay? Ja, können wir gerne so machen. Ich mache aber, wir machen jetzt erstmal den Eistee, weil die Pfirsiche muss man kochen. Vor allem, seid mir nicht böse, aber ich glaube, sie hat Nektarinen benutzt. Also das sieht nicht aus wie Pfirsiche irgendwie in dem Video. Und ich glaube, sie hat halt wirklich ein bisschen Honig reingemacht. Machen wir jetzt aber einfach mal nicht. Wir probieren, ob es schmeckt. Und dann, glaube ich, hat sie einfach nur noch das püriert und mit irgendwas aufpassen. Die hat das aber mit irgendwas aufgefüllt. Ich weiß aber nicht mit was. Ich glaube nochmal mit extra Pfirsichtee. Guck, weil die macht das, die püriert das und dann macht die noch was rein. Okay, darf ich die reinmachen? Ja. Nein, ich muss sie doch schneiden. Oh. Okay, dafür kann man so lange eine Pasta machen. Nee, ich würde sagen, während die kochen, können wir die Pasta machen. Okay. Also die Pfirsiche sind jetzt hier drin. Wir lassen das jetzt aufkochen, pürieren das und dann sehen wir uns beim Abendessen, wenn das fertig ist. Und jetzt machen wir noch die Spaghetti-Pasta. Was willst du als erstes probieren? Spaghetti oder? Ja? Das ist Essen wichtiger. Das stimmt, Essen ist wirklich wichtiger. Ich habe ein bisschen Angst. Okay. Mhm. Was muss man nicht nochmal machen? Dann schmeckt doch die Zitrone. Sehr. Habe ich am Anfang habe ich gedacht, schmeckt einfach nur nach Spaghetti. Aber man schmeckt die Zitrone doch schon ziemlich gut raus. Aber auch nur als Nachgeschmack, ne? Ja. Also man kann es essen, es ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass wir es wegschmeißen müssen. Nee, der schmeckt gar nicht. Nein, gar nicht. Scheiße, warum? Es ist überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht. Du wolltest keine Honig. Ja, weil Honig nach Honig schmeckt. Ich mag es nicht, dass da Stückchen noch drin sind. Da ist Stückchen und es ist warm und es ist nicht süß. Ja, von der Süße her finde ich das nicht schlimm. Ich hätte das aber vielleicht durch ein Sieb schütteln sollen. Dann wäre es nur Saft. Ja, aber man kann es trinken. Ich mag es nicht. Du musst was anderes trinken. Ich trinke Wasser. Okay. Ja, ich glaube, Vladi wird der Eistee auch nicht schmecken. Das ist kein Eistee, das ist Saft. Ja, das Problem sind wirklich die Stücke, sonst wäre lecker. Sonst wäre nichts lecker. Und das hier ist ein bisschen zu leer. Ja, du kriegst ja jetzt Hähnchen von mir. So, willkommen zum letzten Rezept, was ich auf TikTok gefunden habe. Und da bin ich richtig gespannt drauf. Ich hoffe, das schmeckt, weil wenn das schmeckt, geht das sehr, sehr schnell. Und dann haben wir wieder ein Rezept, was ich sehr schnell machen kann. Ihr wisst Bescheid. So, das Fleisch ist fast fertig. Das habe ich auch schon vorgeschnitten. Kommt jetzt alles zusammen mit dem Tomatenmark. Und auch geil ist, dass man halt eben keine weitere Schüssel mehr benutzen muss, sondern alles da drin macht. Richtig praktisch. Ach, ich muss mir ein Filterwasser noch auffüllen, damit ich gleich das mit Wasser bedecken kann. Ja. Ich brate das auf jeden Fall alles jetzt zusammen an und dann sehen wir uns, wenn die Nudels da reinkommen. Also ich finde, das sieht auf jeden Fall wie bei ihr jetzt aus. Jetzt habe ich diese Nudeln noch geholt. Apropos, die haben wir auch noch nie gegessen. Ich bin mal gespannt, wie die schmecken. Aber für Vladi sind Nudeln Nudeln, ne? Nee, solche mag ich nicht so. Ach komm! Nee, wirklich. Das weißt du doch gar nicht. Hast du noch nie gegessen. Ja, wir werden die auf jeden Fall probieren. Apropos probieren. Ich habe 2 Videos vergessen, euch einzufügen bei dem Video mit Dingen, die wir noch nie probiert haben. Kurzer Einspieler zu den 2 Videos.
Also, als nächstes habe ich Kiwibeeren gekauft. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe sie schon mal probiert. Ich weiß es aber nicht genau. Das ist doch eine Traube. Ich habe sie definitiv noch nie selber gekauft. Das weiß ich. Möchte die nicht essen. Ich suche mir jetzt nicht wieder raus. Och, Niki, die sind doch alle gleich. Die sind alle gleich schrumpfig. Wie Kiwis halt. Eins. Ich habe es nicht erkannt. Gar nicht. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich mag die Schale nicht. Drin ist es schön süß, aber die Schale ist eh schön. Meine war sauber. Sauer. Schmeckt wie eine Kiwi. Ich finde, das schmeckt wie eine Kiwi. Passionsfrucht? Ja. Die ist hohl. Willst du die direkt probieren? Ja. Ja, dann komm. Mach den Kühlschrank bitte zu. Mach ich schnell die auf. So sieht eine Passionsfrucht aus. Dann brauchst du. Die sieht aber echt eklig aus. Wie ist denn eine Passionsfrucht? Du musst die aufschneiden. Ja, was ist das? Oh Gott. Geld. Und dann löffelst du das aus. Okay. Ich kenne das nur von dem Getränk halt, von so Maracuja-Schorle und sowas. Das Witzige ist, ich glaube, dass Maracuja. Ja, sind Haare. Ich glaube halt, dass Maracuja, dass da immer auf Maracuja Saft sowas drauf ist, obwohl es keine Maracuja ist oder eine Passionsfrucht. Ich weiß nicht, das sieht voll eklig aus. Ach, das sage ich nicht, bevor du es nicht gegessen hast. Sauer. Mhm. Ja, nee. Das nichts für mich. Die sind zu hart. Das wird nicht mein Lieblingsessen. Mhm. Ich mag das überhaupt nicht. Fühl ich anders, würde ich meine Zähne essen. Weißt du, was ich sage, wie das aussieht? Das ist es halt. Das Trinken ist okay, aber das so zu kauen, ist kacke. Smoothie. Oh nein! Die sehen aber nicht wie bei ihr aus. Machst du nochmal Start? Ist noch auf Start? Ja, es läuft da noch. Scheiße! Sie hat die befüllen können. Guck mal, wie das bei ihr aussieht. Aber es gab keinen anderen, ich habe nur die gefunden im Kaufland. Hier, guck mal. Wer hat solche? Warte. Jetzt hätte ich aber ein anderer Scherz. Ja, aber andere gab's nicht. Das sind diese Netzdinger. Oder muss man die so auseinanderziehen? Nee, das geht nicht. Was mach ich denn jetzt? Ja, dann schmeiß die einfach rein und misch das. Ja. Oder machen wir mal alle. Nee, ich setze die jetzt einfach hier so rein. Ja, Leute. Fail, würde ich sagen. Das zum Thema, ich habe sie halt wirklich noch nie gegessen. Deswegen. Ich mache das jetzt einfach so in die Mitte und mache die dann so außen rum. Wisst ihr? Machen wir das schön zu. Und dann lassen wir das Ganze einfach kochen und mischen das dann ganz komplett. Scheiße. Ich glaube aber, so oder so. Ah, warte mal. Die Nudeln sind ja dann. Ja, und ich kann ja danach noch ein bisschen salzen. Was ich halt auch komisch finde, dass dann ja quasi gar keine Soße dazu ist. Ich glaube, das wird dann viel zu trocken für mich sein. Für Bloody ist das egal, aber ich mag das halt nicht so gerne. Vielleicht haue ich da gleich noch passierte Tomaten rein. Also wir haben jetzt einfach nur einen Nudeleintopf. Ich lege das jetzt mal rein und dann probieren wir. Aber ich denke mal, das wird halt schmecken, weil es ist ja jetzt nichts Besonderes so an sich, ne? Ich glaube, die Nudeln werden halt voll trocken sein. Also ich glaube,
mit einer Soße, also mit passierten Tomaten oder so noch da drin, wäre es definitiv leckerer. Weil so ist es halt einfach Nudeln mit Fleisch. Ja. Ich finde auch, die Nudeln sind manchmal nicht so ganz durch, die sind so matschig ein bisschen, ne? Ja. Mit passierten Tomaten wäre es definitiv besser. Guten Morgen, Leute. Das ist jetzt wirklich das letzte Rezept, was ich auf TikTok gefunden habe. Und das kann eigentlich nur schmecken, weil ich es so ähnlich immer getrunken habe schon. Ich mache das nur nicht kalt, sondern warm, weil es ist halt kalt draußen. Wir haben jetzt Herbst und ein kaltes Getränk jetzt zum Frühstück wäre kacke. Und ich habe hier nämlich noch ein bisschen Nutella drin. Da kommt jetzt Wasser rein. Ich habe das schon heiß gemacht. Und was ich halt eigentlich normalerweise nie mache, da kommt Kakaopulver rein. Da stand jetzt ein Esslöffel. Ich mache jetzt einfach aber Augen aus. Ein bisschen Kakaopulver rein. Den nehmen wir noch. Und so trinke ich das tatsächlich öfter, wenn das Nutella-Glas halt leer ist, mache ich da Milch und Wasser rein. Und dann irgendwann auch die ganze, ne, ihr wisst, den ganzen Rest voneinander raus. So, damit ihr das besser seht, ein bisschen heißes Wasser. Ne? Ich fülle das jetzt einfach bis zur Hälfte auf. Und schneid das Video, damit ihr das gleich direkt sehen könnt. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.